Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, um gleich eines zu Beginn der Rede klar und ausdrücklich zu sagen, Burka und Niqab gehören nicht nach Deutschland. Burka und Niqab sind nicht vereinbar mit unserem Menschenbild und mit unseren Wertevorstellungen. Burka und Niqab sind auch nicht Symbole der Gleichbehandlung und der Gleichberechtigung, sondern sie sind Symbole der Ausgrenzung, der Abgrenzung, der Diskriminierung und vor allem der Ungleichbehandlung und der Unterdrückung der Frau gegenüber dem Mann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Vollverschleierung der Frau, um dies auch ausdrücklich zu sagen, ist auch ein enormes und erhebliches Integrationshindernis. Mir fehlt mit Verlaub die Fantasie, mir vorstellen zu können, wie eine Burka-verschleierte Frau am Kinderspielplatz mit ihren Kindern Kontakt aufnehmen soll zu einheimischen Frauen, unvoreingenommen und vorbehaltlos, und wie umgekehrt einheimische Frauen einen sozialen Kontakt aufbauen sollen zu Frauen, die mit Burka oder mit Niqab verschleiert sind. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen aber, um dies auch ausdrücklich zu sagen, nicht Nachhilfeunterricht von der AfD, weil wir als CDU-CSU bereits in der letzten Legislaturperiode tätig geworden sind. Wir haben in der letzten Legislaturperiode eine sehr umfassende, bereichsspezifische Regelung geschaffen, die im Juni letzten Jahres in Kraft getreten ist. Und mit dieser Regelung wird eines klipp und klar geregelt und reguliert. Es dürfen Beamtinnen und Soldatinnen nicht vollverschleiert ihren Dienst ausüben. Sie dürfen vollverschleiert keine Tätigkeit ausüben, die Bezug hat zum Dienst. Und was auch sehr wichtig ist, und das gilt sowohl für Einheimische als auch für Menschen, die in der jüngsten Zeit zu uns gekommen sind, wenn es um Lichtbilder geht, die angefertigt werden für Legitimationspapiere, für Pässe, aber auch beispielsweise für Identitätspapiere von Flüchtlingen, dürfen diese Lichtbilder nicht vollverschleiert vorgenommen werden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben umfassend von dem Regelungsgebrauch von der Regelungsmöglichkeit Gebrauch gemacht als Deutscher Bundestag, die sich uns nun mal gibt. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch eines klar sagen, weil die Regelungen in Frankreich, in Österreich oder in Belgien genannt wurden. Wir haben ein Grundgesetz und eine Verfassung, und an die sind wir gebunden. Und ich muss schon sagen, ich habe mit Verlaub schon Schwierigkeiten, und ich finde es mit Verlaub auch sehr merkwürdig, dass insbesondere eine Partei, die immer wieder peinlichst Wert darauf legt, dass wir uns an Recht und Gesetz zu halten haben, dass sich die Bundesregierung an die Rechtsordnung, an die Verfassung zu halten hat, dass diese Partei einen Antrag stellt, der zum Gegenstand hat, dass wir eine himmelschreiend verfassungswidrige Regelung in Kraft setzen würden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist nun mal so, dass die Religionsfreiheit nach Artikel 4 Grundgesetz ein Kernpfeiler unserer Verfassung und unserer Freiheitsrechte ist, die entsprechend auch zu achten sind. Und wir werden deshalb, um dies auch klar zu sagen, als CDU-CSU all das tun, was rechtlich möglich und rechtlich vertretbar ist, um auch in weiteren Tatbeständen die Vollverschleierung zu unterbinden. Aber wir werden nicht sehenden Auges eine verfassungswidrige Regelung in Kraft setzen. Und deshalb, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch klar davor warnen, hier Scheindebatten zu führen. Wir tun sehr viel, um Menschen in unser Land zu integrieren, die neu zu uns gekommen sind. Aber um dies auch klar zu sagen, wir haben auch klare Erwartungen. Und die klare Erwartung ist, dass man sich nicht nur an Recht und Gesetz hält, sondern dass man auch unsere Bräuche, unsere Traditionen und unsere Gepflogenheiten zu achten weiß. Und um dies auch ausdrücklich zu sagen, die Kommunikation in einer pluralen und in einer offenen Gesellschaft wie der unsrigen ist aus meiner Sicht nur möglich, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zeigt. Und deshalb bin ich auch unserem Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière sehr dankbar, dass er klar gemacht hat, dass Deutschland nicht, dass die Burka nicht zu Deutschland gehört. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir gesellschaftspolitisch hier einen klaren Kurs fahren, dass wir aber beileibe nichts unternehmen werden, was nur im Entferntesten eine verfassungswidrige Regelung beinhaltet. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen,
Ich warne davor, hier Scheindebatten zu führen. Wir sollten uns mit den tatsächlichen Problemen unseres Landes beschäftigen. Wir sind bereits tätig geworden in der letzten Legislaturperiode. Das ist der AfD vielleicht nicht richtig aufgefallen. Es hat ja auch, das darf ich zum Abschluss auch sagen, sehr lange gedauert, bis Sie mit diesem Antrag dann erst ums Eck gekommen sind. Erst vor einem Tag ist dieser Antrag, der ja schon lange Zeit angekündigt war, tatsächlich dann auf unseren Schreibtischen gelandet, was aus meiner Sicht auch zeigt, dass Sie sich selbst auch sehr schwer getan haben mit der Formulierung Ihres Antrages. Die CDU-CSU wird diesem Antrag, um dies klar zu sagen, die Ablehnung erteilen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mayer. Als Nächste die Kollegin Esther Dilcher für die SPD, und es ist ihre erste Parlamentsdebatte.